Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Das Achtelfinale in der Champions League steht an, zumindest erstmal die Hinspiele vom Teil der Achtelfinals. Ja, ist alles irgendwie komisch aufgeteilt. Ich habe die deutschen Spiele prognostiziert, hier sind sie, viel Spaß und ja, nächste Woche kommt dann Teil 2. Das Achtelfinal-Duell Leipzig gegen Liverpool. Eine deutsche gegen eine englische Mannschaft findet natürlich ja, in Budapest, Ungarn statt. Wie dem auch sei, RB Leipzig in den weißen Trikots von links nach rechts. Momentan sogar deutlich besser in Form als der FC Liverpool, der sich in der Liga unglaublich schwer tut. Zuletzt gegen Leicester City nach Führung verloren hat. Und hier die erste gute Möglichkeit gehörte auch RB. Yusuf Paulsen, der sich hier gut eindreht, Alisson Becker, der zuletzt patzte, kann hier erstmal den Einschlag verhindern gegen den dänischen Stürmer. Die Anfangsphase von Leipzig bestimmt. Nkunku behauptet den Ball und wieder Paulsen. Da hätte schon gut und gerne mal die Führung rausspringen können, gar müssen, wenn man gegen den FC Liverpool solche Möglichkeiten bekommt. Zumindest ein Treffer hätten sie erzielen müssen. Doch die Reds, trotz der Unruhen momentan und der Leistungsschwankungen, ist eben eine Weltklasse besetzte Mannschaft. Das kommt hier auch wieder raus. Robertson zu Mané, einfach quergelegt. Jorginho Wijnaldum mit dem 1:0. In der 24. Minute bitter für Leipzig. Der erste Torschuss, er sitzt, aber das ist eben auch fantastisch gemacht. Gulaschi kann da nichts mehr anrichten. Mané, Firmino hier mit der Hacke zu Thiago und dieser Ball ist genial. Gulaschi kommt raus, Mo Salah einfach mit dem Gefühl, wo das Tor steht. Er guckt nur auf den Ball und dann setzt er ihn durch die Beine von Gulaschi. Das ist einfach herausragend. Wie das passieren konnte, RB Leipzig wusste das nicht so richtig, denn eigentlich hatten sie vieles gut gemacht. Aber eben im Abschluss zu schwach, hier schon wieder eine Möglichkeit, die zum Tor führen kann oder muss. Tolle Parade von Becker, Marcel Sabitzer und Co. Sie verzweifelt. 0:2, das ist ja sozusagen das Heimspiel von RB Leipzig, bedeutet Liverpool hat 2 Auswärtstore geschossen. Das in der Champions League K.O.-Phase ist für den Gastgebenden richtig bitter. Und es ging diesmal in der zweiten Halbzeit für Liverpool besser los oder besser nach vorne. Die 100%igen Torchancen blieben aus, was aber anhand des Spielstands logischerweise nur dem FC Liverpool in die Karten spielte. RB Leipzig nicht mehr mit dem Druck aus. Durchgang 1, der FC Liverpool konnte sich hier ruhig zusammen die Bälle hin und her schieben. Jones zu Firmino, frei vor Gulaschi und das 0:3 in der 70. Minute. Das für ein Hinspiel nahezu perfekte Ergebnis. Und Jürgen Klopp, man sieht, da fällt etwas ab. 0:3 ist das Endergebnis für RB Leipzig im Rückspiel. Dadurch nahezu unmöglich nochmal zurückzukommen. Der FC Sevilla ist durchaus erfolgreich momentan. Und vor allem sind sie auch sehr gefährlich. Der FC Barcelona spürt das regelmäßig. Der BVB zuletzt in der Liga nur 2:2 gegen Hoffenheim. Und hier lassen sie sich in der Abwehrkette von El Nesiri überlaufen. 5. Spielminute. Die erste gute Chance. Sie gehörte dem Gastgeber aus der spanischen Primera División. Hier Marvin Hitz, der wieder unglücklich aussah am Wochenende, ist hier zur Stelle. Escudero mit dem Pass in den 16er nochmal rausgelegt. Fernando, da kommen sie nicht durch. Suso bleibt aber im Ballbesitz. Wo ist da mal die Abschlusssituation? Da kommt sie. Aber von Akanji wird sie schon im Keim erstickt. Der hält da den Fuß rein. Ganz wichtig. Also da entlastet er Marvin Hitz deutlich mit.
Der FC Sevilla aber stark. Das ist Gomez, ganz viel Platz, steht nicht im Abseits. Und in der 36. Minute macht er das 1:0. Der BVB, wie von allen guten Geistern verlassen, in der Defensive offen wie ein Scheunentor, wie man gegen Hoffenheim auch schon zwischendurch befürchten musste. Kurz vor dem Seitenwechsel, dann aber endlich mal schwarz-gelb. Guerreiro, und der spielt eben diese Pässe. Und jetzt trifft Marco Reus in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Gleicht aus, schießt vor allem das so wichtige Auswärtstor. Eingeleitet von Rafael Guerreiro, der zwar auch nicht mehr in der Form der Hinrunde ist, aber doch momentan der Lichtblick beim BVB zu sein scheint. 1:1 nach 45 Minuten, natürlich für den BVB schmeichelhaft und deutlich besser. Der FC Sevilla hatte die Möglichkeit zu erhöhen, machte das aber nicht und kassierte kurz vor der Halbzeit die Quittung. Und jetzt Reyna. Diesmal war es der BVB zu Beginn einer Halbzeit, der die Möglichkeiten vergab. Reyna hier scheitert aber an Bono, der macht es gut, bleibt lange stehen, aber eigentlich darfst du aus der Distanz mit der Qualität von Reyna dem Keeper auch keine Chance mehr lassen. Knapp über eine Stunde gespielt, der BVB, er wurde besser. Bono kommt raus, aber nur halbherzig. Dann hat Haaland den Ball, kann vielleicht sogar lupfen, legt den Ball aber lieber nochmal zurück und das ist gut gemacht. Aber auch wieder nicht perfekt von Reyna abgeschlossen. 63. Spielminute, hüpft dann nochmal auf und vielleicht dadurch den entscheidenden halben Meter am Tor vorbei. Aber Dortmund wollte es jetzt deutlich mehr. Sevilla lange nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit. Nochmal schwarz-gelb. Reus zu Jadon Sancho und der macht es. 86. Spielminute. Dortmund dreht die Partie. 2:1 für den BVB und da ist die Freude natürlich groß. Zwei Auswärtstore und der Sieg auf der Habenseite. Erleichterung pur beim BVB. Sancho zu viel Platz, weil Reus da seinen Gegenspieler noch bindet, dadurch dann aber nicht die Übersicht verliert und Sancho bleibt eiskalt vor Bono. Dortmund bringt das Ganze über die Ziellinie, gewinnt nach Rückstand mit 2:1 und damit haben sie in der Champions League richtig gute Chancen, eine Runde weiterzukommen. Jo, das sind die Ergebnisse kurz im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.